Sie haben den ersten großen Grand Prix gewonnen, 2010. Wie groß ist die sportliche Herausforderung in der Magna Racino Spring Tour? Ja, das Niveau ist schon ziemlich hoch. Ziemlich gute oder viele gute Reiter da. Die Prüfungen oder die großen Preise sind anspruchsvoll. Und ja, man versucht sein Bestes zu geben. Bei mir wechseln die Pferde zwar regelmäßig ein wenig, aber dieses Jahr läuft es ganz gut. Ja, ich hoffe, in der dritten Woche nochmal irgendwann mal zuzuschlagen. Sie sehen als Stammgast natürlich auch die Entwicklung einer neuen Turnierserie hier in Österreich, das vierte Jahr heuer. Wie beurteilen Sie die Entwicklung? Jedes Jahr ein Ticken besser. Jetzt dieses Jahr hat es die beiden Hallen noch dabei. Da kann man seine Pferde auch drin arbeiten, longieren, die Plätze ja dieses Jahr abreiten. Gut, die Plätze sind ja jetzt seit 2 Jahren gleich. Aber jedes Jahr ist ein Stück dazugekommen und ja, ich glaube deswegen, also jetzt gerade in der zweiten Woche waren ja über 900 Pferde da und das zeigt ja auch schon, der Zuspruch ist ziemlich groß und ja, ich komme halt immer gerne hier hin, weil es sehr gute Bedingungen sind. Dankeschön.